Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Aiden Gate The Edge of Life. Ja, ich weiß nicht allzu viel über dieses Spiel, aber ich wurde aufgeklärt, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall mal spielen soll. Entsprechend werde ich jetzt einmal ein neues Spiel auswählen. Mia? Okay. How did I end up here? Okay, es soll ein deutsches Spiel sein, weil ich habe die deutsche Sprache eingestellt. Leider hat sie jetzt gerade Englisch gesprochen. Ich glaube, ich werde zur Sicherheit mal kurz die Untertitel einschalten. So, ich habe jetzt mal die Untertitel an. Offenbar haben wir wohl etwas länger geschlafen und keine Ahnung, warum, wieso, weshalb wir jetzt hier sind. Hello? Okay. Okay, für so ein kleines Spiel hakt das jetzt gerade, aber ganz schön. Was ist los? Wir schauen mal nach. Niemand da? Anybody there? I just woke up and... Also, mit R R vergrößern, wenn man draufklickt, okay. Mit L. Also muss ich beim Bewegen dann reindrücken, um dann zu laufen, okay. Was ist das? Wo ist das Heilmittel? Wo ist das Heilmittel? Okay. Irgendwelche komischen Abkürzungen vom Heilmittel und offenbar von einem Kind was drüber gemalt. Die Frage ist jetzt, was ist hier passiert? Kann man eigentlich auch anders laufen? Nee, schade. Nicht wie gewohnt mit den Schultertasten. Das ist auch zu, da kamen wir ja auch nicht hin. Oha. Hallo? Kleine unheimliche Gestalt? Wie geht's dir? Okay.
Ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass es anscheinend ein Horrorspiel ist. Aber gut, ich freue mich schon. Ja, vor allen Dingen, die ganzen Geräte sind hier alle noch an, ne? Bildschirm ist hier auch noch an. Da liegt eine Trage, die scheinbar genauso durchsichtig ist, wie der Junge gerade war. Okay. I'm sorry, Mia, but you should have known better. Pushing yourself too hard, not listening to anyone. If you hadn't acted like you were smarter than everyone else... Clear the way! Come on! What was that? What happened here? Ja, sehr vertrauenserregend, wenn plötzlich irgendwo eine Tür aufgeht in deiner Nähe. Ich gehe aber trotzdem noch mal kurz hier gucken, ob hier noch irgendetwas ist. Weil da waren wir jetzt noch gar nicht. Aber ich denke mal... Ich meine, ihr kennt das ja von mir, dass ich immer gerne dann auch mal zurückgehe, um eventuell noch was anderes zu finden. Vielleicht versteckte Sachen oder Dokumente oder ähnliches. Ist auch ein ganz cooles Bild von den Katzen, muss ich sagen. Okay, scheint aber nicht so zu sein. Ich habe also keine Ausrede mehr, nicht hingehen zu können. Die Tür hinter mir springt jetzt aber nicht zufällig an, ne? Hello. Hallo, kleine geisterhafte Gestalt. Wo bist du? Alles okay. Ich mach dir keine Angst oder so. Da muss ich hin. Dann schaue ich hier nochmal schnell nach. Da ist nichts. Ah, okay, das ist die Rückseite. Okay. Weird. Ach du Schande. Es ist wie ein Erdbeben oder so sieht das hier aus, wa? Das ist wirklich seltsam. Was zu essen, ja, das wäre gut. I don't think I can eat right now. Warum nicht? Man sollte zumindest immer was mitnehmen, damit man dann nicht später verhungert. Links höre ich Geräusche, das heißt, da müssen wir wahrscheinlich rum. Jetzt höre ich hier auch Geräusche. Das heißt, wir müssen durch die Mitte. Achso, da ist alles zugestellt. Okay. Ich meine, gut, der Vorteil an diesem Spiel ist natürlich, das Spiel zeigt einen ziemlich gut den Weg, wo wir hin müssen. Sowas mag ich. Okay. Wieso geht er jetzt auf E? Hä, muss ich gedrückt halten wahrscheinlich? Nee, gedrückt halten. Ah! Okay. Also wir müssten einmal kurz drücken und dann gedrückt halten. Ja, die habe ich ja nicht gefunden. I have nothing more to say to you, Mia. Oh, you're not listening to me. I figured it out. Mia, right now. This discussion is over. Well, you think it's my fault? It is your fault.
Also wenn ich das richtig verstehe, sie sieht aber auch sehr jung aus, muss ich dazu sagen. Also vielleicht 16 oder so. Wenn ich das richtig verstehe, hat sie wohl hier irgendwo mitgearbeitet. Zumindest jetzt laut den beiden Sachen, die wir jetzt bisher gehört haben. Und irgendwas ist passiert und das ist anscheinend meine Schuld gewesen. Und irgendwas hat das auch mit dem kleinen Jungen zu tun, der uns immer wieder erscheint. Hallo? Wenn ich R drücke, sollst du da was machen? Du bist hier offensichtlich in einem Krankenhaus oder so. Da gibt es nicht sowas wie gesunde Alternativen. Ja, aber wo komme ich jetzt weiter? Komme ich hier? Hier komme ich nicht mehr weiter. Guck mal dahin. Ach, da können wir noch hintergehen. Aber das scheint auch blockiert zu sein. Obwohl, das ist ein Pfeil. Ach so. Also, ich weiß nicht, warum der hier immer so komisch am Ruckeln ist. Keine Ahnung, mein PC ist sich hier am Langweilen die ganze Zeit. Ich habe auch vorhin mal kurz geguckt, als ich die Einstellungen umgestellt hatte, also mit dem Untertitel. Es passiert nichts. Keine Ahnung, warum der so ruckelt. Das liegt offensichtlich am Spiel. Laie, mir ist bewusst, dass die Menschen Angst haben. Sie haben auch jedes Recht dazu. Ich stimme dir voll und ganz zu, dass nicht noch mehr Panik in den Straßen herrschen sollte. Aber irgendwann müssen wir die Wahrheit erzählen. Denk doch nur an den Schaden, der sonst... Ja. Der sonst was. The damage. Nee. Hat das nicht gerade geblinkt? Vor allen Dingen, ich habe das auf 2K eingestellt. Warum ist das Spiel mit einer 2K-Auflösung so unscharf? Das finde ich auch ein bisschen seltsam. George Veröffentlichungsdatum von Buchnotizen, keine Ahnung. State of Publication. Ja, das war das, was ich gesagt habe. Ach so, Moment. Datum. Was war das? Ach, da war aber gar kein Datum drin. Date. Datum. Veröffentlichung. Hat das was mit dem Buch hier hinten zu tun? Patientenpsychologie, ein Ansatz nach Jung Sebastian George. There we go. Ah, 1978 können wir mal probieren. Was sind die Archetypen der Patientenerfahrung? Dr. Sebastian George liefert in Form von Gratwanderungen auf der Schwelle zwischen Leben und Tod eine Grundlage dafür, wie man individuelle Erlebnisse im Gesundheitswesen gedanklich ergründet. Dieses Buch greift auf Erkenntnisse der modernen Psychologie sowie weite Traditionen des Geistes zurück und bietet eine Fülle an Einsicht, Humor und Weisheit, was es zu einem unschätzbaren Leitfaden für jeden Berufstätigen im Gesundheitswesen macht, der sich an einem Scheideweg befindet. Also 1978, dann probieren wir das doch mal, wenn sie sich mal umdreht. 1978. 1978. So, perfekt. Okay. Da ist er wieder. Wait! Come back! Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt hier wirklich noch zum richtigen Horror entwickelt oder ob das irgendwie... This is crazy. Ja, verrückt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendeine Paranoia hat. Ja, oder ob das jetzt wirklich so ein Geist ist. Da muss ich was lesen. Da ist noch was, wo man dann... Ich denke mal, hinten kommen wir weiter, ne? Sieht zumindest so aus. Nehmen wir erstmal das hier.
Das Decameron, Giovanni Boccaccio, übersetzt von Justin Pressler. Das Decameron ist ein Beweis dafür, dass uns die Macht von Geschichten dabei helfen kann, schwere Zeiten durchzustehen. Das Buch beginnt damit, dass 7 junge Frauen und 3 junge Männer in einer abgeschiedenen Villa Schutz vor dem schwarzen Tod suchen, welcher das Florenz des 14. Jahrhunderts heimsucht, um sich die Zeit zu vertreiben. Erzählen sich die jungen Menschen abwechselnd Geschichten. Eine pro Person, 10 Tage am Stück. Die dabei entstandenen Erzählungen bedienen das ganze Themenspektrum, von Tragödien bis hin zu Komödien, von anspruchsvoller Tugend bis hin zu niveaulosen Gelüsten, von Tiefgang bis hin zu Scherzhaftigkeit. Das Decameron gilt als einer der großen Klassiker italienischer Literatur und wird von aller Welt gepriesen. Es vermittelt das Bild eines urbanen und komplexen mittelalterlichen Lebens, das Lesern der Gegenwart überraschend bekannt vorkommen wird. I wonder if that's any good. Ich glaube, das ist aber jetzt gerade nicht das, worum es jetzt hier geht. Also was wir herausfinden sollten. Das ist ein PC, oder? Ein Laptop? Ja. Mia, if this is another crackpot theory... Listen to me, please. How can something be alive and not alive at the same time? It's not alive. The science is clear. It is life, though. It's a part of life. Stick with me. I promise it makes sense. I'm sorry. But do you realize how you sound right now? A part of life? What was I talking about? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist hier noch was drin? Scheinbar nicht. Aber es ist komisch. Ich meine, die ganzen Geräte funktionieren noch, aber es sieht trotzdem aus. Ein Erdbeben will ich noch nicht mal unbedingt sagen, aber fast wie ein Erdbeben doch. Hinten ist noch was, da müssen wir rum. Haben wir hier noch was? Schauen wir mal. Der Botschafter, Dr. Lyme Bressman, der Forschungsleiter von Vesta Labs, sagt 9 Krankheitserregern den Kampf an und dessen Kritikern. 6 Mythen über humanen Experimente, Durchhaltevermögen und Mitgefühl in finsteren Zeiten. Wie man aus der Vorstellungskraft Energie schöpft. Machen Sie mal Urlaub. Kontaktieren Sie Ihren Continental Travel Reiseberater, um exklusive Reservierungen und Preise zu entdecken. Okay. Ja. Of course. The human mind. Aha. Gut, dass das irgendwas, ja, vielleicht psychologisches, vielleicht auch biologisches war. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgefunden. Hinten ist ein Luftballon. Ich will jetzt nichts triggern und dann nicht wieder weitermachen können. Schau mal trotzdem mal. Niemanden würde es dir verübeln, gehen zu wollen. Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Pass auf dich auf. Okay. We'll miss you. Aha. Also es liest sich auf jeden Fall so, als ob jemand gestorben ist. Ich tippe jetzt mal auf den kleinen Jungen. Vielleicht noch jemand anders, weiß ich ja nicht. Weil der halt so geisterhaft hier rumgeistert. A research lab. Ja, wenig überraschend nach allem, was wir bisher rausgefunden haben. So, da müssen wir rein. I'll try my badge here. Ach so. Okay. Okay, dann lass uns aber vorher nochmal eben hier gucken, ob da noch irgendwas ist. Also ich denke, das blinkt wirklich so weit, dass man das schon von Weitem sehen kann, ob man das benutzen kann oder nicht. Aber ich bin ganz ehrlich,
ne, bevor ich dann doch irgendwas übersehe, versuche ich es dann doch erstmal. Da ist alles zu. Blood samples. Wait. I remember the tests. Hey Leute, BROS. Glaubt ihr, ihr könnt den Zugangscode dieser Woche erraten? Ist elementar. Oh. Well, this is fun. Ist elementar. Oh, you aren't listening to me! The whole time I've been on this project, you haven't been listening! Mia, calm down. This isn't a... Don't tell me to calm down. You know the risks we're taking. That's exactly why you need to be reasonable about this. Then listen to me. If I'm right, we don't have much time. Hmm. Ganz viele Blutkonserven, alles AB+. Hat der einer nur Copy and Paste gemacht oder ist das alles für die gleiche Person gewesen? Ich meine, AB+, ne? Hallo, es ist eine extremst seltene Blutgruppe. Hm. Ja, es war klar. Es ist Element. Achso, Moment, da ist jetzt was Neues? Oder ist das das eine? BROS. BROS. Aber ich muss doch. Das kann. Aber das muss ein vierstelliger Code sein, oder? Sonst hätte ich jetzt gesagt, könnte man mal das B ausprobieren. Als 2. Was haben wir denn? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, ja. Es wären 13. Wenn man dann noch das S nehmen würde, dann wäre das wieder zu viel. Bros. Entweder muss ich nochmal zurück oder ist das vielleicht wie vom Handy? Wie ist das denn? Da muss ich mal eben meine Handytastatur hier holen. Wahrscheinlich ist es nicht so kompliziert, muss ich dazu sagen, aber ich gucke trotzdem mal. Also da wäre dann B R O und S. Aber ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Nee, das war mir klar. Na gut, dann schauen wir doch nochmal erst rum. Eigentlich wäre das jetzt so die Stelle mit dem perfekten Cut, aber wenn wir natürlich jetzt noch einen Code hier knacken müssen. Moment, was war das? Ah. Bros, wir hätten, haben wir was mit BR? Oder sind das, ja doch, das ist einmal groß geschrieben, genau, BR ist 35, Moment, das schreibe ich mir mal auf. Ich weiß, sonst vergesse ich das gleich wieder bis da. Und dann OS sind 76, 35, 76. Aha. Achso, da hätte man das auch nochmal genauer angucken können. Okay. Ja gut, ist dann doch einfacher, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, man nimmt jetzt einfach die Handytastatur und muss das eintippen, aber gut. Was habe ich gesagt? 35, 76. So, 35, 76. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wir müssen dahin, nehme ich mal an. Langsam glaube ich, es liegt an meinem Controller, dass die nicht immer direkt reagieren. Don't worry, Mia. We'll get through this. And
Now I'm talking to myself. Great. Tun wir das nicht alle? Aber hier oben ist besetzt. Also ist. Ja, ja, hier oben ist das zugemauert. Die Frage ist auch, ich habe gehört, dass das Spiel nicht so lange dauert. Also wenn das jetzt nur eine Stunde dauern sollte, dann hänge ich das natürlich alles hintereinander. Wenn das jetzt aber doch länger dauert, dann schneide ich da mal Cuts rein. Ich nehme es aber mal am Stück auf. Also wundert euch bitte nicht, wenn dann irgendwann plötzlich ein Cut kommt. Oh, hier ist es immer so laut. Gute Besserung. Tut mir leid, dass ich dich nicht besucht habe. Auf der Arbeit herrscht das reinste Chaos. Hoffentlich wird es bald etwas ruhiger, damit ich mich mal aus deinem Büro zurückziehen kann. Ich bin sicher, dass es dir gut geht, Chris. Okay. Sah aber jetzt eher aus, als ob das ein kleines Kind war. Also die Karte jetzt für ein kleines Kind war. Für den zum Beispiel. Der lässt immer diesen Würfel fallen, ne? Ist mir jetzt schon zweimal, glaube ich, aufgefallen, dass er diesen Würfel in der Hand hatte. Okay, jetzt wird es so richtig unheimlich. Die stehen doch bestimmt gleich auf und der Würfel... Hab ich mich jetzt erschrocken? Äfft euch! Oh! Ich wollte gerade noch sagen, die stehen doch bestimmt gleich auf und erwürgen mich und dann passiert sowas. War ja wieder klar. Okay. So. Sollte ja eins von uns sein, oder? Leave me alone. Kann man nicht wirklich gut drehen, nur so ein bisschen. Nice. Hier ist ein Foto. Oh. Oh. Wie süß. Tolle Arbeit, weiter so. Bis bald. Oh. Ich hoffe, das heißt nicht, dass wir Experimente mit Tieren gemacht haben. Da hinten gehen wir raus. Jetzt weiß ich gerade nicht. Achso, nee, da hinten ist. Aber da war auch nichts in der Ecke oder so, ne? Nee, okay, da war nichts in der Ecke. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Hat einer einen Zettel in die Ecke Zettel in die Ecke geworfen oder sowas. Schon garen während der Arbeit. Einfach gesund lecker. Okay, sowas hat man dann seinen Spinnen drin. Okay. Ein unabhängiges Leben steht nicht zwingend für einen langweiligen Speiseplan. Bereiten Sie diese Rezepte in einen Schongarer zu, um schmackhafte One-Pot-Gerichte zu genießen, die für Sie bereitstehen, sobald Sie nach Hause kommen. Hm. Maybe I could use that. Meinst du, dass das mal nützlich werden könnte? Ja gut, hier vielleicht. Aber mit dem Fraß, den wir da jetzt in den Dingern drin finden, ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwas mit schon garen kann. Okay. Das sieht zu aus. Das ist aber auch zu. Dann nehmen wir jetzt erstmal die Seite. Drum. Bitte entschuldigt, es schmerzt uns, das Folgende nach all den Vorbereitungen sagen zu müssen. Wir müssen unsere Hochzeit bis aufs Weitere verschieben. Ihr werdet die Ersten sein, die über das neue Datum in Kenntnis gesetzt werden. Bleibt gesund. L und N. L und N. Wir hießen doch irgendwas mit L, oder? Probably a good idea. Hier. Hm. Da ist nichts drin. Ja, Collection Card. Können wir nicht drehen und nix? Nicht wirklich. Okay. Hm. Können wir aber auch nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Na gut. Schön, dass wir die Sachen finden. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Da kommen wir noch nicht rum. Aber es steht doch Biohazard drauf. Ja, da kommen wir doch rum, so wie es aussieht. Wenn auch anders als gedacht. Oder auch nicht. Doch, da, die Tür ist offen, ne? Let me in.
Ach, das ist gar keine Tür. Ja. Okay. It will. Whoever works here has an easy job. Hm. Das sind ja wirklich die höchsten Sicherheitsrichtlinien, die hier eingehalten werden. Oh. Hab ich mich jetzt erschrocken? Also, no way. Ein One-Way-Ticket, ja? Kommen wir jetzt nicht mehr zurück, so wie es aussieht. Okay, hier so sonst nichts. Dass die auch nicht irgendwie so eine Tasche mitnehmen, so eine Emergency-Tasche, ne? Ich meine, ist ja nicht so... Ich meine, gut, klar, man findet die überall, aber ist ja nicht so, als ob wir uns jetzt hier komplett alleine bewegen und irgendwas passieren könnte. I think I can move this. Ja, kannst du. So. Hängt da noch was dran? Ne, es ist nur zum Bewegen, ne? Da geht's, glaube ich, weiter. Da, wo es so am Piepen war, konnten wir jetzt nicht rein. Okay. Das ist schon... Ja, mich würde halt wirklich interessieren, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Weil es muss ja irgendwas sein, was noch nicht so lange her ist. Sonst wären ja nicht die ganzen Geräte an. Der Strom würde ja irgendwann nochmal ausfallen und so. Sind das Fische? Okay. Okay, das ist soweit okay. Das ist der Zentralcomputer, so wie das hier aussieht. Aber warum ist das da offen? Hä? Da kommen wir nicht rum. Hier ist ein vereister PC, zumindest sieht das so aus. Is worse than I thought. That's what I've been trying to tell you. Yes, we're from Vesta Labs. No, just her. We have an office inside. We do some work on site. You're lucky they're even letting us in right now. This place is a disaster. The whole city's going to be a disaster. Don't catastrophize. I'm being realistic. Da können wir was verschieben. Unruhige Zeiten in Eden Gate. Was zur Hölle geht hier vor? Wird sie es herausfinden? Wird sie entkommen? Das Mysterium klärt sich auf. Okay. Schau erstmal kurz hier, hier hinten nach, ob da noch irgendwas ist. Wir können zwei Sachen verschieben. Oh, wo müssen wir denn dann hin? Moment. Wir schieben das jetzt erstmal da rein. Und hoffen dann. Vielleicht können wir auch mit beiden dann darum. Das kann natürlich auch sein. Das wäre dann zur... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oder die wird ja wohl noch den einen Schritt bis da hinten gehen können. Leute. So. Hier ist noch was. Jo. Matschhirn. Errungenschaft freigeschaltet. Bad Rain Day. Okay. Gut. Aber viele Errungenschaften scheint es hier nicht zu geben, weil das war jetzt meine erste. Da hinten müssen wir auf jeden Fall weiter. Jetzt schaue ich mal eben. Das ist das Ding, was wir hier hätten wegmachen können. So, das heißt, es ist eigentlich egal, ob wir rechts oder links rumgehen.
Es ist quasi alles das Gleiche. Dann müssen wir erstmal hier rein. Finally. Danger, Biohazard Zone. Ja, ist alles kein Thema. Oh. Oh, come on. Okay. Zumindest sind wir schon mal draußen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Aber gut, das werden wir herausfinden. Oh no. How could this happen? Oder auch nicht, wenn wir hier nicht wegkommen. Da kann man nicht rein. Konnte ich da hinten runter? Weil ich kann ja auch nicht... Nee, das... Der ist zu. Ich kann ja... Ach so, doch, hier kann ich drüber gehen. Aber nur da, hier nicht mehr. Ja, geil. Das haben die ja clever gemacht. Ja, aber ich muss doch hier irgendwie... Ach so, Moment, hier. Da ist auch nichts mehr. Es ist so dunkel. Ich sehe hier gerade überhaupt gar nichts mehr. Hm, was ist das? You can wish this wasn't life, but what else is there? Hm. Okay. Da könnten wir theoretisch rum. Hier liegt aber auch noch was am Boden. This is a disaster. Hm. Da können wir auch noch rum. Oh, I need to go around. Naja, ich wollte ja auch nicht hin. Ich wollte nur mal gucken. Da können wir durch, aber ich will erstmal wissen, ob hier hinten noch irgendwas ist. Kommen wir gar nicht hin, ne? Da ist noch eine Tür. Oh Gott, ist das weitläufig hier? Locked. Good thing they're still keeping people out of the park. Okay, da müssen wir auf jeden Fall den einen Weg entlang. In we go. So. Parkbank liegt noch was. Leben am Limit, bald im Kino. Ja. Da kann man sonst nichts mehr machen. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Ja, das ist eine Art Gedenkstätte hier, ne? I have a right to be concerned, Mia. I said it's a personal decision. That's exactly the problem. We're dealing with something unknown. It's risky enough for you as it is. Well, I accept the risk. I need to find the answer, otherwise... Don't take this all on yourself, Mia. Mia, wait. I have work to do. In memory of Albert Q. Bressman. Ja gut, der ist alt geworden, okay. Also das steht wahrscheinlich schon länger hier, denke ich mal. Das hat nichts mit der Katastrophe zu tun. Potential. Ginger. Ist aber offen. Hat sie sich auch nur angeguckt. Ich wollte gerade sagen, weil das bringt ihr ja nicht viel, wenn das eine ausgetrunkene Dose ist. Ich meine, die hätte sich ja auch was mitnehmen können, aber sie wollte ja nichts mitnehmen.
wäre wahrscheinlich mein erster Gedanke, wenn um mich herum plötzlich alle weg sind. Erstmal trinken und Nahrung finden. So, wie? Ach so, so, okay. So, was haben wir denn hier noch? Rosa Absperrungen, okay. Ach, da haben wir noch was. Da kommen wir wahrscheinlich weiter. Dann gucke ich erstmal kurz hier. Da ist so nichts mehr. Da auch nicht, okay. Ja, nimm's weg. Los, nimm's weg. Das reicht doch noch nicht, oder? Ich kann nicht weiter schieben. Ja, ja, doch, das reicht. Ich dachte, das wäre jetzt noch so eng. Moment, was ist das? Warum blitzt und blinkt das hier von allen Seiten? Aber ich glaube, das ist nur so ein Grafikding, so wie es aussieht. Wieso können wir hier überall rüberspringen, aber nicht da, wo wir wollen? Also ich denke, dass wir es nicht können. Nee, da können wir es nicht. Herzlich willkommen bei Gamesünden, weil Spiel. Vesta Labs. I better get back to my research. Tja. Aber mal ganz ehrlich, weiß ich nicht, die sieht aus wie 16 oder so. Und dann Forschungen? Das schließt sich mir noch nicht so ganz. Hier ist sonst nichts mehr. Eden Gate, Luxury and Style. I could never live in a place like that. Tja. Da können wir rein. Hier können wir nichts mehr machen, so wie es aussieht. Guck mal hier nochmal eben. Da sagt sie wahrscheinlich, ist zu. Or not. Need to find another way. Naja, okay. Ich weiß aber halt nicht, ob das irgendwas triggert oder ob das egal ist, ob ich da dran gehe oder nicht. Deswegen. Damit macht sie dann die Tür auf. Next stop, convenience store. Ja, wenn wir schon extra da reingefahren werden, ne, warum nicht? Okay, aber hier können wir, glaube ich, durch, ja. Komisch, sonst hat er uns das immer angezeigt. Da können wir noch weiter. Hier hat sie jetzt auch wieder jede Menge Nahrungsmittel und, ja, in Anführungszeichen Essensvorräte. Ich meine, ne, wir reden hier von Chips. Aber ich meine, es ist auch Nahrung und auch wenn es Cola ist, es sind halt auch Getränke, die sie am Leben halten können. Und offenbar ist sie ja hier im Moment die Einzige, die hier am Leben ist. That's the thing, Mia. I know you might not see it this way, but I sometimes think you're lucky. You have so much freedom. I'm finally back on track, but when I had the baby, it was like my career got hit by a bus. Just plowed right through it. Anyway, thanks for coming with me. I needed a break. Hm. Ja, hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Okay. I wonder how. Natürlich nichts Außergewöhnliches. Gucken wir erstmal hier rein. Wir haben viele Laborarbeiter von nebenan. Sie kaufen sich gerne gesunde Drinks, Proteinriegel, Bio-Energy-Drinks. Einer kommt immer spät in der Nacht. Sie hat immer Hunger, als hätte sie den ganzen Tag nichts gegessen. Und sie wirkt immer so, als würde sie verfolgt werden. Ich habe nie den Mumm, sie anzusprechen, auch wenn ich es gerne tun würde. Wer weiß, womit sie zu kämpfen hat. Ja, oh, sieht schon nach mir aus, ne?
Oh. Never mind. Was hat sich erledigt? Ah. Here's my entrance. Okay. Schieb. Boah, ist das schwerfällig mit den Dingern. So, dann schauen wir mal. Da müssen wir rum. Da ist nichts mehr hinter, nehme ich mal an. Weiß ist ja nicht. Man weiß ist ja nicht. Nee, okay. Ob ich hier so gerne rum will, weiß ich noch nicht. Okay, jetzt erschrecke ich mich definitiv nicht mehr. Ja, verstehe ich. Das funktioniert nicht. This one doesn't look like it's online. Machen wir es einfach wie bei Resident Evil. Wir springen drüber. Ach du Schande, ist das euer Ernst? Das sind zweimal die gleichen Karten hier. Wir sind jetzt hier oben. Wir sind durch den Gang. Ja, das passt aber nicht so ganz, weil der Gang hier ist ja spiegelverkehrt L-förmig. Ach so, es sei denn, wir können... Das ist dann der Verbindungsgang wahrscheinlich. Better make sure. Okay. Danke, dass Sie in dieser noch nie dagewesenen Situation für unsere Sicherheit sorgen. Ich weiß, dass Sie eine anstrengende und schwierige Zeit hinter sich haben. Es erübrigt sich zu sagen, dass Sie für dieses Labor unentbehrlich sind. Bitte akzeptieren Sie dieses Zeichen unserer Wertschätzung, Dr. Brissmann. Okay. Achso, die gehen automatisch auf. Was ist denn mit der Tür da hinten? Die geht nicht automatisch auf, oder? Gehe ich mal stark von aus? Nee, okay. Wäre auch blöd, wenn eine Tür, wo Biological draufsteht, automatisch aufgehen würde. Ich denke ja immer noch, hier kommt gleich irgendwas um die Ecke und springt mich an. Tja. Da dürften wir eventuell noch durchkommen, weil das Rote, das sieht man so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ja, hier kommen wir noch durch. Ich meine, wir könnten es mal probieren, aber... Ja, ja, dachte ich mir schon sowas. Nee, sicherheitskonform nicht, aber ich dachte mir schon sowas, dass dann, also dass wir auf jeden Fall nicht da durchkommen. Deswegen war ich auch gerade am Überlegen, was wir jetzt am besten machen. Oh, das ist so weitläufig hier. Moment, hier haben wir auch noch was. Wieder eine Woche vergangen, die mich dem Frühling und der Gesundheit näher brachte. Sturmhöhe, Emily Bronte. Spring. I hope so. Da kommen wir nicht rein. Da auch nicht. Also überall, wo Danger draufsteht, die scheinen nicht von selbst aufzugehen. Die aber auch nicht. Moment, wo müssen wir denn... Ah, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Oh, das wird aber jetzt ziemlich lange dauern, bis wir das Ding da haben. Die Tür geht ja automatisch auf hier, ne? Ah, ne, die... Doch, die ist... Einen Moment zu. Komm, fahr jetzt. Mädel, fahr. So. Weiter. Ja. Ja. There we go. Sehr schön. Tja, kannst noch so sehr dingeln, es ist eh keiner da.
So, aber wir können hier nichts machen. Das ist auch schon komisch, dass die alle den gleichen Bildschirm schonen oder was das... Oder Desktop-Hintergrund soll das vielleicht sein haben. So, das ist die Biohazard-Tür, wo wir eben nicht durchgekommen sind. Das ist richtig, ja. Jetzt kommen wir durch. Das heißt, wir sind... Das zeigen wir uns gar nicht an, oder? Oder sind wir unten links das? Also nicht das, sondern sind wir unten links? Das weiß ich jetzt nicht. Ach, die Tür haben wir jetzt auch automatisch geöffnet. Okay. Human subjects. Kontrollliste. Einverständniserklärung. Artikel der Ethikkommission. Anamnesiebögen an Liam, neues Dokumentationsprotokoll, Forschungspersonal informieren, insbesondere Mia. Aha, alles überprüft. Natalie, always so organized. Okay. Gehen wir mal hier durch. Aber woran hat die jetzt menschliche Testobjekte? Da ist doch überhaupt gar keiner drin. Wann hat sie das dann gesehen? What the? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich da durchgehen soll. Was zur Hölle? Oh, what is this? War das der Junge? Sind das Aliens? So langsam wird es hier total undurchsichtig. Aha. Der scheint hier aber irgendwie von denen verfolgt zu werden oder so. Good night, Mia. Don't stay too late. I won't. I just feel like I'm on the verge of cracking this. Don't forget the lights turn off automatically. I know. I have a backup. Promise me you'll at least go home to sleep. Yep. Sure I will. A backup light. Ein Notfalllicht, ja. Bringt uns das was gegen diese komischen Tentakel? Keine Ahnung. Was ist hiermit? Ah. Okay. Oh, Tatsache. Okay. Das kennen wir ja. Was war das denn? Das kennen wir ja schon von anderen Spielen, dass man ja, außerirdische Lebensformen oder was auch immer das jetzt sonst ist und hier ist, mit Licht quasi bekämpfen kann. Ach du Schande. Eieiei. Achso, nee, ich dachte, da wäre noch was. Ist das... CE-certified PPE is required in this area. Inform your supervisor immediately if you do not have personal protective equipment. Okay. Reden die hier mit mir oder was? Fauchen die mich an? Okay. Frage ist... Wir müssen hier durch, weil sonst bringt uns das gar nichts, ne? Nehme ich mal an. There we go. Okay. Hier irgendetwas? Ne, da haben wir nichts. Das kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Aber ich kann da anscheinend so
runterkriechen. Oder dazwischen. Oh, willst du mich veräppeln? Ja, wo muss ich denn hin? Da hinten, ne? Denke ich mal. Was ist das ist? Okay. Ja, geh nur ein bisschen langsamer. Dann kommen wir heute auch noch an. Okay. Da ist nichts. Versuchskammer Wochenplan. Montag bis Sonntag. Liam, tut mir leid. Ja, super. Okay. Das können wir gleich noch machen. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Oder auch nicht. Das Ding ist aus. So wie es aussieht. Ja. Dann. Da können wir aber eh nicht rein. Also das bringt uns eh nichts. Ist das euer Ernst? Oder muss ich das... Moment. Kann das sein, dass ich das von hier anstrahlen muss? Frage ist, reicht das da hinten? Anscheinend ja. Bleibt das alles weg? Das ist... Ja doch, die Tür geht, wird frei. Ich hoffe, dass links jetzt nicht noch ein Stück ist. Ich denke aber mal... Ja, das ist offen, ja. Oh, da ist auch noch was. Ja, die geht sehr schwerfällig. Das ist ein bisschen problematisch. Schwierige Vorgesetzte freigeschaltet. Okay. Achso, hat mit Schachspielen zu tun. Ja, 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 ja. Da ist auch wieder das Zeug. Also es wird immer mysteriöser. Irgendwie, weiß ich nicht. Es ist noch verwirrender als am Anfang, aber gleichzeitig habe ich noch mehr Lust, das jetzt aufzuklären. Mal eben schauen. Da kommen wir auch so nicht durch. Das dachte ich mir schon. Den können wir nicht benutzen. Schauen wir erstmal hier. Da ist auch nichts drin. So. Wenn man... Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Irgendwas mit den Tentakeln, aber das sieht aus wie von einer Fünfjährigen gezeichnet. Mit den Tentakeln und ich denke mal Licht drauf machen. Und irgendwas mit einer Mutation nehme ich mal an. Aber ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Hier brauchen wir wieder einen Code für. Ja. Mia, tut mir leid, aber ich habe den Code geändert. Du musst nach Hause gehen und dich ausruhen. Ich sage dir morgen den neuen Code. Willst du mich veräppeln? Bitte pass auf dich auf. Nett. Da ist nichts anders geschrieben. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch wieder leer. Sind die ja alle leer? Ah, ich hoffe, dass das der Code ist. Proteinriegel, Heilwasser, 2,49. Oha. Also 0052. Probieren wir auf jeden Fall mal. 0052. 0052. Nice try, Natalie, but you're not stopping me. ich schaue hier nochmal kurz. Von da sind wir ja gekommen, ne? Das hatte ich direkt. Ja, ja, okay.
Ja, solche Sachen liebe ich, wenn man da nicht erstmal durch 10 verschiedene Räume nochmal zurück durchlaufen muss, um dann irgendwelche Codes zu finden. Ja. Da kann ich durch, oder? Ja. Das ist schon... Ja, also ich würde da nicht unbedingt so durchlaufen wollen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, was das überhaupt für komische Tentakeln sind. Da kommt man aber nicht wirklich weiter. Wir können aber auch nirgendwo... Achso, ich soll da drüber springen? Das geht über den Tisch jetzt? Ah, okay. Wenn man das jetzt darf, dann ist das okay. So, wir müssten theoretisch da hinten an dieses Kühlding ran. Kommen wir da so dran vorbei? Ja, oder? Achso, ja doch. Kommen wir dran vorbei? Sehr schön. Dann... I'm still not convinced. We could do some tests. No, it's way too early for that. She makes these leaps of logic that are fanciful at best. Besides, if we spend my funding on... Oh. Hi, Mia. Don't mind me, just grabbing something. I think she heard you. Yeah, that's fine. I'd say the same thing to her face. Okay. Das... Ah, Moment, da ist noch was. Frage ist nur, wofür brauchen wir das? Da oben werden wir ja wohl nicht drüber klettern. Ach, da. Ah, okay. Dann einmal hier rein, bitte. Ja, es wäre schön, wenn du einfach in die Richtung steuern würdest, wo ich dich reinsteuere und nicht andersrum. So. Nein? Wieso darf ich hier nicht durch? Muss ich dich zurückziehen? Nö. Offenbar passiert aber auch nichts, wenn man... Hä? Wieso kriege ich das nicht da rein? Oder passt das da einfach nur nicht rein, oder was? Ach so, halt, stopp. Wieso muss ich da... Kann ich von da aus dahin? Okay. Das ist ja total bescheuert. Okay, das verstehe ich jetzt... nicht, aber gut, das scheint hier doch nah genug dran zu sein. Ich hätte es einfach da unten in die Ecke reingestellt, aber gut. Oh, this better hold. Es wäre besser, ja. Kann ich da drüber? Natürlich nicht. Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Habt ihr dafür auch eine Lösung? Wenn das wenigstens brechen würde oder sowas, dann käme ich da ja noch runter. Ich kann aber nicht runterspringen und nichts. Ach, jetzt soll ich doch geradeaus. Nee. Eben ging es nicht. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Dann ist man irgendwo, dann kommt man da nicht weiter und dann dreht man sich um, geht woanders hin und plötzlich... Ach ja, du sollst doch da rum. Hä? Okay. Manchmal muss man einfach die Klappe halten und keine Fragen stellen. Wir haben den Jungen lange schon nicht mehr gesehen, fällt mir uns gerade auf.
Schade, ich dachte, ich provoziere jetzt was. Das sieht mir aber nicht gut aus da hinten. Passiert da was, wenn ich da hingehe? Ach, das ist Glas. Okay. Da ist vor allen Dingen noch was. Sehr geehrter Dr. Lawrenson, es ist mir eine Freude, dass Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Vesta Labs willkommen zu heißen. Vesta ist das renommierteste Labor im Bereich Mikrobiologie in Elden Gate und gibt sich angesichts unserer anspruchsvollen Forschungszentrale nur mit dem Besten der Besten zufrieden. Ich vertraue darauf, dass Sie Ihre Fähigkeiten im Fachwissen und Ihr unermüdlicher Ehrgeiz als enormer Gewinn für unser Team erweisen werden. Mit freundlichen Grüßen, Liam Bressman, CEO und Chefwissenschaftler. Mein Gott, ist das heute wieder schlimm. Vor allen Dingen, wenn man Schluckauf hat. Gut, dann gehen wir jetzt da durch. Ach, ich dachte gerade schon, das sind auch Tentakel. Das sind aber nur rote Knöpfe. So, hier ist uns nichts mehr. Okay. Ziehen ist doch eigentlich doof. Ne? Okay. Unu? Kann ich jetzt da durch das Fenster? Weil ich glaube, das stand vor dem Fenster, oder? Ja, ja, das sind die Dinger, die vorm Fenster standen. Also ich müsste das nicht unbedingt haben, dass ich da durch diese Dinger durchkrabbel. Da kommen wir drum herum. Ich frage mich ja wirklich, wer die ganzen Kartons und so immer so in den Weg gestellt hat, ne? Ich meine, wie arbeiten die hier bitte? Sind wir wieder draußen? Oder in... Ja, wir sind draußen wieder. Okay. Und hier sind Strahler, also Lichtstrahler. Gucken wir mal erstmal, was das hier ist. Washing machine brain? Oh, brainwashed. Maybe. Ja. Das haben wir ja leider öfter. Aber es ist eine coole Art, das umzusetzen, muss ich sagen. Also hier würden, denke ich mal, Tentakel kommen, wenn das jetzt hier nicht stehen würde. They've spread outside now too, whatever they are. Frage ist, wofür brauche ich das jetzt? Ach so! Jetzt kann ich es nicht weitermachen, okay. Also da kommt, jetzt muss ich mal schauen, da kommt hier vorne Licht drauf. Und deswegen zieht sich hinten das alles zusammen. Mhm. Das ist vielleicht auch das, was auf diesen Blättchen da drauf gemalt war. Da könnte ich drunter krabbeln. Da könnte ich wahrscheinlich nicht hoch. Na? Möchte sie aber nicht. Okay. Das Ding können wir auch nicht benutzen. Das scheint auch kaputt zu sein hier. Die sind da hinten an dem Generator dran. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Wenn wir hier... Ach, da können wir doch hoch. Aber das bringt uns doch nichts. Hier ist doch alles schwarz. Ach so. Ach, ich habe gedacht, das Bild hörte auf. Weil das so dunkel war. Ja, komm. Lauf weiter. Warum ist sie jetzt so langsam? Mein Gott. So. There should be instructions somewhere. Okay. Wieso ist das jetzt schon wieder an? Nein, ich will nach links, Mann.
Leute, lasst mich doch mal nach links. So. Das war das, was ich jetzt dreimal eingegeben habe. Wieso funktionierte das jetzt die ersten zwei Male nicht? Ich muss es nicht verstehen. Okay. Irgendwas ist hier. Oder war vielleicht mal hier? Oder ich soll durch die Tür. Moment, können wir hier auch noch hin? Nee. Mal dadurch? Auch nicht. Also hat der Kleine tatsächlich die Tentakeln irgendwie gemacht. So von wegen psychologische Experimente. Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht ist er ja auch so gewesen und das hat irgendjemand festgestellt zum Beispiel. Man weiß es nicht. Achso, da kommen wir runter. Ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen groß zum Springen. Gut. Ich hätte gerne einen Burger und eine Pommes. Aber ich finde es schon seltsam. Also die ist aufgewacht, die muss, keine Ahnung, lang geschlafen haben. Bessere Dinge sind gekommen. Ich würde denken, dass sie sind. Und hat wirklich null Hunger und null Durst. Also, ja. Ich find's immer noch seltsam. Achso, da muss ich drunter kriechen. Nee, daneben. Okay. Ich wollte eigentlich drüber springen. Aber gut, so geht's auch. Da kommen wir nur durch, wenn ich wirklich da drunter kriechen darf. Was ich wohl muss, weil hier kann ich nichts aufheben. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die nicht wieder... Nee, können wir aber nicht. Von da kamen wir ja gerade. Da komme ich nicht hoch. Generator. Ach so, okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, der Kleine sitzt da oben. Kleiner, kannst du vielleicht mal damit aufhören? Ja, danke, aber kannst du vielleicht mal damit aufhören mit dem, was du machst? Wo müssen wir denn? Wir müssen durch die Tür durch. Nehme ich an. Aber der stand ja schon richtig. Sollen wir erstmal was anderes machen? Ich guck mal eben, wie weit das hier rüber geht. Bringt uns nicht viel, ne? Ich guck mal kurz, ob wir jetzt irgendwas an dem Auto machen können. Ah, okay, verstehe, verstehe. Verstehe. So. Was ich aber sehr gut finde, muss ich sagen, dass das wirklich auch für die letzten Blöden so gemacht ist, dass man versteht, was man da eigentlich machen muss und wo man hin muss. Kannst, sag mal. Ja, kein Thema. Kann die vielleicht... Ach, die geht da selbstständig dann rum. Die kann man dann gar nicht mehr lenken. Ja, das ist ja toll.
Jetzt verstehe ich das. Weil es ist sehr nervig, finde ich, wenn man das Ding selber hinstellen will und plötzlich, ja, macht sie das halt. Und rennt dann aber komplett in eine andere Richtung, als man selber eigentlich gehen würde. Ich hoffe, ich habe das jetzt oben so eingestellt, dass ich durchkomme. Müsste aber eigentlich, ne? Okay. Da können wir nichts mehr machen. Traveling somewhere would be great. Just get out of this town for a while, live someplace sunny. I have the residency. Oh, right, the residency. I mean, I know that's important for you. James. No, I get it. You have to focus on your work. I just thought maybe you could take a break, you know? James, why are you here? Warum und wo muss ich rum? Also. Ich denke mal, ich muss hier runter. Ah, da könnten wir nicht durch. Kann ich hier drunter krabbeln? Ja, ne? Auch nicht. Hier hoch kann ich aber auch nicht. Ja, ich muss doch hier rein. Ne, ich soll wieder hoch. Hä? Der hatte mir doch eben Hinweis gegeben, dass ich runter sollte, oder nicht? Ja, da runter. Und nu? Jetzt sagt er mir links oder rechts runter. Das ist ja lustig. Hä? Hier komme ich aber doch auch nirgendwo weiter. Ich muss doch auf der anderen Seite weiterkommen. Da kann ich auch nicht rauf. Ah, da. Stimmt, da habe ich jetzt nicht versucht, mich durchzuquetschen. Das war mir dann doch zu eng. Okay, natürlich können wir hier nicht rein. Okay. Was haben wir denn hier? Safe Zone. I wish it was. Das befürchte ich auch, dass das nur ein Wunschtraum war. Ach, die Tentakel haben das alles gesprayt. Ja, dann verstehe ich so einiges. Okay, dann gehen wir mal weiter. Okay, ich sehe wieder nichts mehr. Da ist er. Weg war er wieder. Durch die Tür muss ich durch. Kann ich aber nicht. Das hätte er mir dann doch später sagen können, wenn ich sowieso herausgefunden hätte. Ah, verstehe. Guck mal hier nochmal kurz. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Frage ist, nee, da unten kommen wir auch nicht rein, ne? Weil da ist auch noch so ein Generator. Nicht, dass wir den nachher brauchen. Aber da kommen wir so nicht rein. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal die Treppen hier hoch. Ich komme mir sowieso die ganze Zeit so ein bisschen vor, als ob wir hier so ein Walking-Simulator halt haben. Aber ich meine, gut, man kann ja auch zwischendurch immer wieder was machen. Achso, die geht einfach da runter. Ob das jetzt so clever war, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Na gut, hoch werde ich wohl nicht mehr kommen, nehme ich an. Ah, jetzt kommen wir da rein.
Können wir das jetzt auch öffnen? Ja, können wir. Perfekt. Sitzt da einer drin? Nee, das sah gerade nur so aus. Ich dachte echt, da sitzt einer drin. Und ich dachte gerade ernsthaft, hier ist ein elektronisches Auto auf dem Boden. Ja gut. Luftklappe schließen, Hilfspumpe starten, Treibstoffzufuhr anwerfen, aufs Licht warten, Zündung bestätigen, Luftklappe öffnen. Immer noch kinderleicht. Okay. Und wie mache ich das? Moment. Luftklappe schließen, Pumpe starten, anwerfen, Zündung. Schließen, Pumpe starten, anwerfen, Zündung. Schließen, Pumpe starten, anwerfen, Zündung. Ich befürchte, dass ich gerade so gar keine Ahnung habe, was ich hier mache. Problem ist halt auch. Muss ich denn zwischendurch was machen oder reicht das, wenn ich die Knöpfe hier drücke? Das schaue ich mir dann doch nochmal eben kurz an. Also, habe ich hier noch einen Zettel? Oh nein, Hilfe, ich bin hier komplett out of Zettel. Da muss ich mir mal eben was anderes von der Rückseite nehmen. Also Luftklappe. Schließen. Was auch immer das heißen mag. Hilfspumpe. Starten. Ach so. Dann Treibstoff. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Anwerfen. Auf Licht warten. Und dann Zündung. Und Luftklappe dann nochmal öffnen. Ist die Frage, macht er das dann automatisch oder müssen wir das dann auch alles per Hand machen? Also dann danach auch nochmal öffnen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe auch sowieso gerade kein Wort, ehrlich gesagt. Wir können auch sonst nichts anderes hier klicken, ne? Also, AUX heißt wahrscheinlich dann, also AUX Pump, Luftpumpe nehme ich mal an. Oder? Choke ist wahrscheinlich. Moment, also die Luftklappe. Ah ne, schließen, die ist geschlossen. Hilfspumpe starten. Das könnte das hier sein. Treibstoffzufuhr. Anwenden, auf Licht warten, Zündung. Oder ist Zündung jetzt rechts? Das kann natürlich auch sein. Moment, dann gehen wir jetzt nochmal raus. Es kann natürlich sein, dass wir das jetzt erstmal... Luftklappe, Pumpe. Also Luftklappe schließen. Hilfspumpe starten. Treibstoffzufuhr. Auf Licht warten. Zündung. Und Luftklappe öffnen. Was hat sie jetzt gerade gemacht? Okay, den letzten Schritt hat sie jetzt gerade gemacht. Aber anscheinend war das nicht ganz richtig.
Also, Luftklappe schließen. Hilfspumpe starten. Treibstoffzufluss anwenden. Also nehme ich an das an. Auf das Licht warten? Ja. Dann die Zündung. Heißt für mich das hier. Und dann die Luftklappe öffnen. Ach, jetzt funktioniert... Ah, ich hätte es schneller machen müssen. Ah, okay. Okay, okay. Aber ich bin sehr begeistert, dass es überhaupt geklappt hat. Ja, jetzt ist es oben. Ist natürlich ganz toll. Dann müssen wir hier nochmal rüber. Bin ich denn jetzt da? Bin ich hochgekommen? So. Die Frage, ob uns das jetzt was bringt. Ja doch, weil das nicht automatisch jetzt runtergeht, kommen wir rüber. Sehr schön. Und hier können wir auch runter. Oder sterben. Eins von beiden. Was ist mit der Schaukel hier? Da komme ich sonst nirgendwo rum. Biochemistry? I figured, but still. Why is that funny? I mean, that's just... You have to be smart to do that. And here I am with my cameras, like, woo, look at me, I want to make a movie. Meanwhile, you're going to save the world or something. That's cool. You're a cool person. Okay. Also, wir müssen uns hier irgendwo den Weg durchbahnen. Da wir von da gekommen sind, nehme ich mal an, dass wir uns den Weg hier links frei machen müssen. Dass das theoretischerweise ausreichen sollte, wenn wir nur hier durchkommen. Ist da noch was hier? Aiden Gate, hi. Arbeitsblatt zum Thema Lebensziele. Was haben Sie nach Ihrem Highschool-Abschluss vor? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über Ihre Ziele im Leben nachzudenken. Denken Sie womöglich in verschiedenen Kategorien wie Karriere, Familie, Sozialleben oder finanzielle Meilensteine. Wenn Sie fertig sind, listen Sie bitte nachfolgend alle Ziele auf, die Ihnen einfallen. Achso, Moment, konnte man das umdrehen? Nee, konnte man nicht, okay. Ja, dann schauen wir mal. Was war das? Uah, will ich das wissen? Wir gehen nochmal Treppen hoch, können wir da auch rum? Ach so, weil wir da wahrscheinlich gar nicht durch können, nehme ich mal an, ne? Müssen wir durch die Treppen nach oben, also da rein, nehme ich an. Ja, ja, dachte ich mir schon. Okay. Ist hier in der Ecke noch irgendwas? Da nicht. Das klingt auch so von den Geräuschen her, als ob da auch Tentakel wären, aber... Hier kommen wir wieder runter. Da liegt auch nichts in der Ecke oder so. Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Und... Achso, das Ding kann man verschieben. Aber wohin? Ja, wohin? Beziehungsweise warum? Ich versuche sie mal nach außen zu schieben. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Hallo. Ah. Fungiert als Brücke. Verstehe. Okay, wir müssen ja in die Richtung quasi, ne? Da ist abgesperrt. Ist hier hinten, dann kann man da rum? Ach, da kann man runter. Okay. Ja, nee, dann gehen wir noch da rum.
Okay, da haben wir noch so ein Ding. Wo müssen wir denn hoch? Ja. Das ist eine gute Frage, wo wir hoch müssen. Da ist auch nochmal eins. Theoretisch könnte man dann da drüber, aber das könnten wir mal ausprobieren. Wonder what her deal is. Tja. Das ist aber, oh, wir können jetzt hier von der anderen Seite. Theoretisch konnten wir vorher auch. Gut, hat uns nicht viel gebracht. Na gut. Oder kann man... Ah, komme ich dann so auf die Treppe nach oben? Ah, das ist es wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Hallo? Du sollst das nehmen und nicht da rumlaufen. So, dann machen wir das mal. Das wäre... Boah, zumindest logisch, wenn sie nicht an jeder kleinen Kante hier so blöd hängen würde. Hallo? Schiebst du mal? Also die Steuerung von diesen Dingern, die ist wirklich abartig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es triggert mich... Jetzt kommen wir hier nicht hoch. Ja, toll. Hat uns ja jetzt viel gebracht. Ist das jetzt euer Ernst? Aber jetzt kann ich hier nicht mehr... Ach so, deswegen zwei. Ah, verstehe. Okay. Wir dürfen... Das ist aber auch ganz ehrlich jetzt, ne? Ich meine, wir machen uns jetzt hier eine Brücke rein, um dann letztendlich darüber zu laufen, anstatt dass die sich einfach mal kurz da hochzieht. Weil sie hat ja schon bewiesen, dass sie das kann, sich an so Dingern hochziehen. Also das ist wirklich, ne? Warum dürfen wir das nicht? Weil Spiel. Das ist wieder so... Ja. Vor allen Dingen müssen wir dann hier durch diese Ekelsdinger da durchlaufen. Das ist auch wieder... Trust them. Don't trust them. Okay. Hier ist schon geplündert worden. Da haben wir noch was. Cute. Wenn ich dich, wenn du dich je danach sehnst, einen Streifen zu sehen, befolge diesen Ablauf, dann wird's schon gehen. Bring die Motoren zum Laufen und hör, wie sie schreien. Schmeiß den Film rein und schalte das Licht ein. Öffne den Verschluss, ansonsten siehst du nichts. Verbinde die Teile und jetzt lehn dich zurück. Nicht vergessen, du brrr, und nun gehört er dir, der Film irgendwas. Okay. Ist jetzt aber keine schwierige Anwendung. Sollten wir jetzt auch so hinkriegen. Ach so, das ist ja Licht. Ja, klar. Mhm. Okay. James and Friends präsentieren Kinohölle. Was macht einen Film großartig? Beziehungsweise großartig, steht da. Kino ist Kommunikation, Kritiken und mehr. Über Träume zu reden, ist wie über Filme zu reden. Schließlich bedient sich das Kino der Sprache des Traums. Jahre können in einer Sekunde vergehen. Und man kann von einem zum anderen Ort springen. Even then, he was like this. Okay. Haben wir hier einen Film drin? Ich weiß nicht, was jetzt Shutter und... Achso, Power sollte ich vielleicht vorher drücken. Könnte von Vorteil sein. So. Ich dachte, man muss die Sachen da reinmachen. Ich glaube, ich lese mir das doch nochmal kurz durch. So. Okay, wenn du hier dann noch sehens, befolge diesen Ablauf. Also, Motoren, hör wie sie, also Motoren an halt, schmeiß den Film rein, Licht,
Verschluss. Ach so, den Verschluss. Verschluss öffnen. Verbinde die Teile und jetzt lehn dich zurück. Verbinden. Oh Gott. Das hört sich schon wieder so kompliziert an. Na gut, wir versuchen das jetzt nochmal. Jetzt haben wir zumindest die richtige Reihenfolge. Das ist ja schon mal was. So, also erstmal Motoren an. Dafür müssen wir natürlich erstmal Power anmachen, ne? Motor an. Den Film reinwerfen. Das Licht anschalten. Ich denke mal, dass der Shutter wohl der Verschluss ist. Und dann verbinden. So, das ging wirklich einfach. Okay, also ich weiß nicht genau, was das jetzt mit diesen komischen Dingern hier auf sich hat, aber die scheint man ja ihm zum Spielen gegeben zu haben oder er hat sie selber irgendwie erschaffen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir jetzt diesen Wurzeln hier, diesen Taranteln, Tentakeln folgen. Schauen wir mal. Können wir hier denn noch irgendwas machen im Raum? Sieht nicht so aus, ne? Da dürfen wir gar nicht erst hin. Naja gut, dann gehen wir direkt mal hier durch. Okay, also er ist sie ganz eindeutig am Kontrollieren und ja, kontrolliert sie halt für seine Zwecke, sage ich jetzt mal, weil er hier ausbrechen möchte. Ist schon ganz interessant, jetzt mal mit dem Kleinen zu spielen. Gerade auch, nachdem wir herausgefunden haben, dass er halt derjenige ist, welcher, ne? Okay, dann wird normalerweise das Licht quasi kaputt gemacht. Das wurde jetzt hier nicht, wobei es jetzt auch nicht so hell hier drin ist, muss ich dazu sagen. Wir brauchen eigentlich einen Fingerabdruck, ne? Ah, hier wurde das Licht jetzt kaputt gemacht. Okay, danke, danke, danke. Wir gucken uns mal den Kleinen von vorne an. Der sieht aber auch ganz schön fertig aus, ne? Muss man ja jetzt auch mal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das seine Kraft ist, die ihn so fertig macht. Ob er irgendwie unter Drogen steht. Ja, da unten müssen wir auf jeden Fall rein. Frage ist, kann man hier einfach so rüberklettern? Nicht wirklich, ne? Andere... Oh. Okay, jetzt sind die Tentakel hier weg. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, warum sind die jetzt weg?
Das Licht ist ja normalerweise ausgegangen, wenn man einen Film guckt. Okay, was haben wir hier? Wow, that was great. The editing was just really smooth. Totally inaccurate, though. Viruses don't behave like that. Mia, you sometimes have to suspend your disbelief to enjoy something. I don't like pseudoscience in big-budget movies. It's harmful. All right, fine. It sucks. The movie sucked. Happy? James. Ich kann sie da absolut verstehen. Also zum einen, ich schau mal eben, ob man hier vorne noch was machen kann. Zum einen kann ich es absolut gut nachvollziehen. Ich habe das mit Büchern genauso. Also wenn einer nicht gut geschrieben hat, dann ja, ist eine alte Berufskrankheit als Autorin. Dann kräuseln sich bei mir irgendwie die Zehennägel hoch. Und genauso wird das auch bei ihr sein mit Wissenschaft, wenn dann halt irgendwas nicht stimmt. Es ist ja, man hat Erfahrung mit speziellen Sachen und diese Sachen werden verhunzt oder falsch wiedergegeben. Das kann ja alles sein. Das kann ja auch Psychologie zum Beispiel sein, wo man sich jahrelang drüber informiert hat oder was weiß ich was. Und es ist einfach nur grausam, wenn man das dann auf der Leinwand so falsch dargestellt, also zum Beispiel auf der Leinwand falsch dargestellt sieht. Okay, ich bin jetzt etwas verwirrt. Habe ich jetzt den Notstrom für die ganze Stadt angemacht oder was? Sind jetzt alle Tentakeln weg? James Bales, Büro des International CEO. Ein üppiges Firmenbüro mit dunkler Holzverkleidung an den Wänden. Umrandungen aus Gold und einen eindrucksvollen Ausblick auf die Stadt. Der CEO sitzt hinter seinem Schreibtisch und spricht mit einem Manager. Der CEO wirft ein Foto von Mia raus. Die Kamera verweilt auf diesem Foto. CEO, ruhig, aber nachdrücklich. Das ist Mia Lorenzen, eine brillante Wissenschaftlerin, die kurz vor dem Durchbruch steht. Eine Entdeckung, die jene der Menschheit bekannte Krankheit heilen wird. Manager, jede bekannte Krankheit? CEO, klingt weit hergeholt, ich weiß. Aber ich denke mal kurz darüber nach. Angenommen, es gelingt ihr, jetzt da es keine Krankheiten mehr gibt. Manager, er begreift. Braucht niemand mehr die Medikamente, die wir herstellen? CEO. Seine Fingerkuppen berühren sich. So ist es. Er steht auf, geht zum Fenster, verschränkt die Hände hinter seinen Rücken und lässt seinen Blick über die Stadt wandern. CEO fortsetzend. Was unternehmen wir deswegen, Charles? Ja, das Übliche wird dann unternommen. Die Person wird ausgeschaltet und es wird halt das weitergeführt, worin man so gut ist. Menschen verarschen mit falschen Medikamenten, beispielsweise. So. Ach, die Dinger sind so laut hier, okay. Manchmal läuft die, manchmal nicht. Also entweder ist die Einstellung nicht ganz so toll oder mein Stick ist jetzt mittlerweile komplett im Eimer. Weil dieses Runterdrücken ist natürlich Mist. Hier hinten scheint nichts zu sein. Jetzt muss ich gar nicht mehr runterdrücken. Jetzt läuft sie einfach so. Das ist natürlich auch cool. Oder geht sie gar nicht erst selber runter? Ich sag nur Gamesünden. Mehr sage ich nicht. Moment, wir können hoch und wir können runter. Wenn wir runtergehen, sind wir aber auf der Straße. Nee, nicht wo wir eben waren, oder? Ja, es ist eine andere. Oder? Mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, hier oben liegt auf jeden Fall noch was. Errungenschaft, Einsamkeit. Ich bin dem Blick eines Mannes ausgewichen. Jedes Geräusch der Freude und Selbstgefälligkeit war eine Qual für mich. Nur in der Einsamkeit fand ich Trost. Tiefe, dunkle, totenähnliche Einsamkeit. Ja, The Edge of Life. Da sind wir gerade hergekommen. Oh, ich dachte gerade, da hinten läuft einer. Habe ich mich jetzt erschrocken? Gut. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal unten die Treppen runter. Da ist nichts, wenn ich das richtig sehe.
Ich würde ja gerne die 100% mitnehmen, also dass ich alle Dokumente gelesen habe und alle... Okay. Sieht so nach Politiker aus irgendwie. Und alle Graffitis hier gesehen habe und so, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hinbekomme. Ich versuche es natürlich trotzdem weiterhin. Okay, die möchten wohl nicht, dass ich zur Schule gehe. Warum möchten sie das nicht? Das ist jetzt die Frage. Oder möchte der Kleine das nicht? Das kann natürlich auch sein. Das dürfte weiterhin zu sein. Ja, das ist ja da hinten jetzt wieder... Das ist doch eigentlich das, wo wir hin wollten, oder nicht? Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Müssen wir hier nochmal rein? Vielleicht da gegen das Zeug fahren oder so? Jetzt kann ich da nicht mehr durch, oder was? Do I really have to go here? Ja, irgendwie schon, ne? Die Frage ist, kannst du da rüberspringen? Anscheinend nicht. Hätte ja klappen können. Okay, ich würde ja liebend gerne irgendwas machen, dass ich hier Licht habe, aber das ist wahrscheinlich eher ein Wunschdenken. Kommt man da durch? Ja gut, da komme ich nicht hin, ne? Das ist das Graffiti. Da bin ich hergekommen, ne? Von der Leiter. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie kommen wir jetzt... müssen wir überhaupt da rein? Oder müssen wir vielleicht einen Weg von der anderen Seite finden? Das kann natürlich auch sein. Die stehen ja so wunderbar, dass man eigentlich denkt, okay, man könnte sie benutzen, aber... Moment, hier kann ich hoch. Aber ich kann nicht weiter. Okay. Ich kann hier wirklich nicht rein? Aber die haben doch Strom. Wieso kann ich denn immer noch nicht durch diese Tür durch? Da sind zum Beispiel Scheinwerfer. Die Frage ist nur, die können wir jetzt nicht benutzen. Da komme ich auch nirgendwo rein, ne? Auf der Seite. Das wäre jetzt vielleicht noch so ein Seiteneingang, aber da kommen wir ja nicht rum. Oder gibt es da irgendwo eine kleine Lücke? Ah, Moment. Das haben die Tentakeln da nicht gesehen, ja? Oh, come on. Ihr nervt, aber wirklich. Die sind aber dann auch komplett geflüchtet hier, ne? Wenn hier noch die ganzen Sachen liegen. Warum bin ich hier? Und dann DNA-Stränge gezeichnet. Auch nicht schlecht. And can anyone tell me what ATP stands for? Adenosine triphosphate. I know you can, Mia. I was hoping someone else in the class would volunteer for once. Now. Can anyone except Mia tell me the role that ATP plays in our bodies? Okay. Also wenn ich das richtig verstehe, war sie immer schon sowas wie ein Wunderkind, fleißige Schülerin, wie auch immer. Mint an der Eden Gate. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Lernende mit den Fähigkeiten ausstatten, die in der modernen Welt gefordert sind. Schüler auf erfolgreiche Karriere aufbahnen, in der Industriebranche in der Zukunft vorbereiten. Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes in der Weltwirtschaft aufrechterhalten.
Das MINT-Programm an der Eden Gate 3 hat mir einen Vorsprung in Berufsfeldern verschafft, die mich sowohl faszinieren als auch von essentieller Bedeutung für die Welt sind, in der wir heute leben. Mia Lorison, 10. Klasse. Okay. Und ich finde immer noch, man kann sie jetzt leider nicht so sehen, ich finde, sie sieht immer noch wie so ein 16-Jähriger aus. Also total verängstigt, total jung irgendwie. So. Na, danke. So langsam werde ich sauer hier. Was haben wir denn hier? Überfordert. Mehr als einer von 4 Schülern erkrankt an Depressionen oder wird Opfer anderer mentaler Gesundheitsprobleme. Es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen. Sprich noch heute mit einer Lehrperson oder einem Vertrauenslehrer. Verwaltungsbezirk Eden Gate, Kommission für mentale Gesundheit und emotionales Lernen. Ich würde sagen, kommen da jetzt gleich die Tentakeln raus? Da ist nichts mehr, was blinkt, ne? Was haben wir denn hier? Schublade? Wie immer eine leere Schublade, okay. Die Tür geht auch nicht. Nochmal gefühlt 10 weitere Schubladen. Die sind irgendwie alle leer. Also ich weiß auch nicht, wofür es überhaupt Schubladen gibt unter irgendwelchen Tischen, wenn die sowieso nicht benutzt werden. Der große Baum des Lebens von Michiru Kanematsu. Mia, ich glaube, das wird dir gefallen. Dr. B. Alle bekannten Lebensformen sind miteinander verwandt. Sie und ich, Tiere, Pflanzen, Pilze und selbst Bakterien. Wir können die Geschichte und die Beziehung unserer Unzahl an Lebensformen mit dem Bild eines großen Baumes darstellen. Der große Baum des Lebens zeigt uns auf, wie alle Lebensformen auf der Erde auf einen Vorfahren zurückzuführen sind und fordert uns dazu auf, unseren Platz in der natürlichen Welt zu überdenken. Wir sind nicht von ihr getrennt, sondern ein kleiner Teil von etwas, das viel größer ist als wir selbst. Wenn ich mich daran erinnere, würde ich gerne mal googeln, ob es dieses Buch, was ich denke, dass es leider nicht so ist, ob es dieses Buch wirklich gibt. Weil dann würde ich mir das sehr, sehr gerne bestellen. Das hört sich nämlich sehr interessant an. Und beruht ja auf vielen wissenschaftlichen Kenntnissen, die bekannt sind. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr. Hinten ist am Flackern. Das heißt, ich gucke hier vorne noch mal kurz, ob ich hier irgendwas noch mitnehmen kann oder so. Nee, kann ich aber nicht. Großer Raum. Großer Raum, wo wahrscheinlich ganz viele Tentakeln gleich hier durchkommen werden. Bei meinem Glück. Well, of course she's going to win. Then why do you sound so unhappy? I suggested she should be making friends, and she said, I don't want friends. Not everyone has a lot of friends. It's okay. It's not okay. It's pathological. Life is all about connection. You know that. Maybe she's connected in a different way. Maybe, maybe. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Ich meine, klar, es geht in sozialen, sagen wir es mal so, in der Arbeitswelt mehr oder weniger geht es wirklich alles um Vitamin B, größtenteils. Counting something. Vielleicht zählt er was. Oh, okay, wir werden wieder einen Code kriegen, oder? Moment, das schreibe ich mir mal vorsichtshalber auf, weil ich vermute, dass wir das dann gleich noch kriegen. Moment, 450 soll das unten heißen, ne? Und 661, denke ich mal. Wobei das recht so komisch geschrieben ist. Es könnte auch 66 plus 45 sein. Und das ist einfach nur so ein bisschen, ich mache da mal so einen leichten Strich durch. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein Code wird oder nicht, keine Ahnung. Ich gucke jetzt hier nochmal eben. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, erreichen kann man aber trotzdem sehr viel, ohne dass man eben Vitamin B hat.
Frank, Schüler haben den Zugangscode für den Wartungsbereich erraten und wurden gesichtet, wie sie sich Zutritt zu abgesperrten Bereich verschafft haben. Viermal die Null ist kein sicherer Code. Lass dir bitte einen anderen einfallen. Okay, hab ich. F. Okay, also wir müssen tatsächlich einen Code eingeben. Das heißt... Das heißt, dass es wahrscheinlich aber dann doch drei Zahlen sind, oder? So, hier ist der Code. Können wir hier... Nee, out of order. Okay. Elevator trouble again. Amazing. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das wären dann 11... Viermal die 11? Moment, habe ich mich jetzt gerade verguckt? Nee, viermal die 11. Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt nun wirklich, ja, also halt, stopp, nein, ich würde gerne mal kurz gucken, ob hier noch was liegt. Nee, liegt aber nichts. Okay, dann können wir, James loves Mia. Okay. Hallo, du darfst nach oben. Weiter. Du hakst doch sonst nicht so. Also nicht beim Hochklettern zumindest. So. Hallöchen. Ja, Schule. Obwohl hier alles von DNA irgendwie voll hängt. Was haben wir denn hier? Sag Nein zu Mobbing. Errungenschaft. Sage Nein. Körperlich, verbal, sozial, jeder verdient Respekt. I don't recall this poster having much of an effect. Ja. So kann man auch mit dem Thema nicht umgehen. Da müssen wirklich Leute ran, die sich damit auskennen. Und die müssen den Schulen dann helfen, dass es eben besser wird mit den Schülern. Und wirklich mit beiden Seiten sprechen. Mit der Seite, die andere mobbt, weil sie sich einfach nur größer und stärker fühlen will, als sie eigentlich sind. Und die Seite, die gemobbt wird, die ja vielleicht eben nicht alles annimmt, was andere so sagen und sich vielleicht selbst immer klein macht. Oder es gibt ja verschiedene Gründe in Anführungszeichen. Das sind ja alles keine Gründe, das sind ja alles nur Ausreden für die Mobber, damit sie sich halt eben besser fühlen. Was sie aber immer nur in Grüppchen können, nebenbei bemerkt. Good luck on today's test. Oh, da haben die aber wirklich Glück gehabt. Den Test mussten sie, glaube ich, nicht zu Ende schreiben. Okay. Hier ist aber auch sonst nichts mehr. Ach, das war eine Reflexion. Ah, okay. Doch sehr detailliert. Das muss man ja... Muss man den ja lassen. Wieso flimmer ich jetzt auf einmal so? Ist das normal? Soll das so sein? Hallo? Wer zerstört hier gerade meine Grafik? Mia, Mia, pay attention. Which one? Am I back in school again? Okay. Ich muss aber nur da durch, ne? Ich kann jetzt hier so rein gar nichts aufheben oder benutzen oder sonst was. Geht's noch? Was fallen hier eigentlich die Türen hinter mir ins Schloss? Das laufe ich wahrscheinlich hier nur im Kreis, oder? Go on. Why aren't you working with your group? Ah. I can't believe they're making me do this. Aha. Go on. Rechts oder links? Haha. Entweder könnte man immer rechts gehen oder abwechselnd gehen. Wir probieren das mal abwechselnd. Ah, wir können wieder laufen. Are you really? Are you really cut out for this? This is a waste of time.
Ja, das ist Zeitverschwendung. Oh, Moment, jetzt kommt noch eine dritte Tür. Ach, dann nehmen wir am besten mal immer die neue Tür, falls das funktioniert. Anscheinend nicht. Na gut, das ist eine Sackgasse. Dann nehmen wir halt die wieder. Das ist auch eine Sackgasse. Okay, was ich aber sehr positiv finde, man muss... Achso, die ist auch neu hier, ne? Man muss nicht 20.000 Mal sich im Kreis drehen, sondern man kann gucken, ob das Sackgassen sind oder neue Türen. Ich hätte aber vielleicht mal nachgucken sollen. Vielleicht wäre da ja auch ein Geheimnis drin. Maybe you should give up. Hey, all by yourself again. Why do they keep talking to me? Also wir haben wieder die gleichen Türen plus eine neue. Da dachte ich mir schon. Okay. Das heißt, beim nächsten Mal müsste es theoretisch dann die Tür sein, die ich als erstes jetzt geöffnet habe. You can't do this. Everyone. Das ist jetzt wieder eine neue. Leave me alone. Leave me alone. What's the point? Okay. Probieren wir jetzt doch nochmal die ganz neue. Congratulations. Okay. Habe ich den Abschlusstest jetzt bestanden, oder? Weiter so, Mia. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Okay. Kriege ich jetzt noch ein Fleißbienchen dazu? Oder halten die mich jetzt hier gefangen? Ich muss jetzt wieder raus, oder? Nehme ich mal an. So langsam nervt es. Bin ich ganz ehrlich. Ah. Das hat, ich vermute mal, der Junge wohl verstanden. Thank you all for attending the science fair this evening. We had a lot of very impressive projects this year. Take a few more moments to mill around, look at the projects and ask our young scientists some questions. The awards will start soon. I must be getting close. Mhm. Okay. Locker Room. Das sieht gut aus. Aber, obwohl da hinten habe ich jetzt auch nicht so genau nachgeguckt, ne? Ah ne, hier ist zu. Ich wollte gerade sagen, aber wir gucken nochmal, ob hier noch irgendwas liegt. Zum Lesen, Sammeln, glücklich sein. Aber, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na gut. Da stehen die ganzen Sachen rum. Da kann ich auch nichts machen. Flüchten kann ich auch nicht, wenn es anfängt zu brennen. Das ist schlecht. Gut, es sieht jetzt nicht wie beim Abschlussball von Carrie aus. Das ist schon mal positiv. Just the model? At least it's accurate. Mostly. Ja, es ist von Kindern gemacht, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Does this experiment have a hypothesis? Ja, liegt sie. Ist alles beschrieben. Not bad. I wonder if it works. Okay, ich gebe zu, das sieht schon am krassesten aus, was hier steht. Also darf ich nicht mehr laufen? Mia, where have you been? The judges wanted to ask you some questions. I'm not sure what the point is. You've done all this work, and at the last moment you lose your nerve? Mia, you started this. Now it's time to finish it. Ich
Ich schwanke ja noch zwischen, ich befinde mich gerade in so einer psychischen Welt. Also meiner eigenen Welt, die ich irgendwie, wo der Junge vielleicht nichts mit zu tun hat. Oder der Junge hat tatsächlich irgendwelche, ich sag mal in Anführungszeichen, Alien-Kräfte. Ja, wobei in dem Fall jetzt auch Herzen irgendwie dabei sind. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was jetzt da eigentlich Sache ist. Ich meine, klar, wir sollen natürlich glauben, dass sich das alles so abspielt, aber wenn dann so Sprüche kommen von wegen, ich habe selbst in der Hand und so. Ist das euer Ernst? Nicht schon wieder. Ah ne, das waren normale Türen, okay. Ich dachte gerade schon. Ich wollte schon sagen, nicht nochmal. Hab ich mich jetzt erschrocken? If Mia Lawrenson is out there, please come to the auditorium. You're missing something very important, Mia. Ich komm. I've been told that you seem upset about something. Whatever it is, now's not the time to act out. Everyone's waiting for you. Es ist aber keiner da. And now the moment we've all been waiting for. Will Mia Lawrenson please come to the stage? Ja, würde ich gerne. Ich darf nur wieder nicht laufen. Wieso darf man hier nicht durchgehend laufen? Das ist nervig. Also auch in anderen Spielen ist sowas nervig, wenn man dann die ganze Zeit laufen kann und dann plötzlich geht man. Ne? Okay. Okay, da ist noch was. Just gotta keep going. Es kann natürlich auch sein, dass der Junge sie wirklich gefangen hält. Street Art. Heißt das, wir haben jetzt alle Street Arts gefunden, also alle Graffitis gefunden? Das wäre natürlich genial. Und ich hatte vorhin irgendwas mit Memory oder wie das hieß noch freigeschaltet. Bei dieser einen Erinnerung. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir sogar alle Erinnerungen dann auch gefunden. Boah, das wäre so cool. Ich mag das ja total, beziehungsweise ich bin da nicht immer, aber oft hinterher halt die 100% zu kriegen. Okay, ich denke mal, wir müssen da runter. Ist hier oben noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir mal runter. Spiel speichert. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Rennsequenz gleich machen oder so. Was ist denn jetzt los? Ah, ich darf wieder. Soll das jetzt tatsächlich ein Bahnhof sein? Achso, das ist zu. Und ich darf wieder nicht laufen. Sieht schon krass aus irgendwie, aber irgendwie auch komisch, das Gebäude. Also für einen Bahnhof, bin ich ganz ehrlich, ist es sehr leer. Sehr designt. Ah, endlich.
So langsam denke ich wirklich, entweder ist es real, das weiß ich ja nicht, oder ich werde hier tatsächlich von dem Kleinen manipuliert. Da käme ich theoretisch hoch, geht aber nicht, also muss ich in den Zug rein. 8805. Oha. Kann ich mit denen irgendwas machen? You have to be independent, Mia. Do you understand? I can't always be there for you. It's just you and me, Mia. Just you and me against the world. Jetzt bin ich in irgendeinem Diner. I'm sorry, but I don't approve. That's too bad. But I don't need your help. Okay. You and me and everyone else, we're all made of these little things called cells. Das war ein Junge. And all of our cells come from the cells that came before them. Sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, oder wie? We're all a part of life. Okay. Das bin ich, nehme ich mal an. Passengers, please disembark at this time. Thank you. Ist das? Ne, ist aber nicht der gleiche Bahnhof, ne? Ah, jetzt kann ich laufen. Oder ist das doch der gleiche Bahnhof? Also zumindest. Ne, ne, hier oben sah das anders aus. Wait. I still need something from you. Rennt der jetzt wieder weg oder kann ich ihm folgen? So nicht. Ja, genau. Ich war viel schneller als die Tentakel. Geht's noch? Kann ich da hoch? Ja, ne? Komm, stell dich nicht so an. Ich weiß, vorhin konntest du das nicht, aber du hattest andere Situationen, da konntest du dich plötzlich hochziehen. Das war noch höher. Weil... Spiel. Geht's noch? Dein Ernst? Komme ich da durch? Hallo? Kann ich da... Ah, jetzt komme ich da runter. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so gut war. Doch, okay, ich komme hier noch runter. The train is about to depart. Warte auf mich. Ich habe auch keine Angst. Irgendwie ist es nur alles sehr seltsam. Ich kriege gerade so ein bisschen Resident Evil Flashbacks, aber... Kleiner, wo bist du?
Ja, das war das Spiel. Ich persönlich fand es sehr gut gemacht. Es war nur irgendwie verwirrend am Ende. Also den Rest habe ich jetzt dann gar nicht mehr verstanden, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, geht es jetzt darum, dass ein Junge in meinen Gedanken war und ja mich das alles hat sehen lassen? Geht es darum, dass ich, weiß ich nicht, irgendwo in einen Fluss gestürzt bin und gestorben bin, weil die letzte Szene ja jetzt völlig skurril irgendwie gewesen ist? Vielleicht, wobei das sehr, sehr weit hergeholt wäre, muss ich dazu sagen, vielleicht sollte es auch ein bisschen in Eden Gate darum gehen, es könnte darum gehen. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr weit hergeholt, der Gedanke. Um Einsamkeit vielleicht auch. Also anfangs habe ich ja noch gedacht, sie ist irgendwie eine Teenagerin, an der vielleicht Experimente gemacht wurden oder die auf sonst irgendeine Art und Weise halt eben eingeschläfert worden ist, sage ich mal. Deswegen, sie hing ja auch am Tropf oder was das war. Also hat ja irgendeine Flüssigkeit eingetrichtert bekommen. Und dann ging es ja erst so ein bisschen, in Anführungszeichen, gruselig weiter, wo ich gedacht habe, oh, das könnte jetzt wirklich ein gutes Horror-Game werden. War ich nicht drauf eingestellt, weil mir das so nicht gesagt wurde. Im Nachhinein verstehe ich auch, warum. Und dann irgendwie mit der Zeit wurde das so ein bisschen normaler, sage ich mal. Man gewöhnte sich dann dran. Und dann plötzlich kamen ja auch diese Ranken noch ins Spiel. Und der kleine Junge war ja eigentlich dieser Horror, in Anführungszeichen. Dann kamen die Ranken noch ins Spiel und ich dachte mir, hat das jetzt irgendwas mit Aliens zu tun? Dann war das aber irgendwie alles so ein bisschen skurril gemacht. Falls da irgendein tieferer Sinn hinterstecken sollte, bin ich ganz ehrlich, habe ich ihn jetzt nicht verstanden. Also es war ja die ganze Zeit so dieses übliche, die Leute sind zu Zombies mutiert, sie sind alle ausgestorben, sowas in der Art, so dieses Endzeit-Szenario, was wahrscheinlich, ich würde nicht sagen, nie passieren wird. Ich sag mal, unsere Wissenschaft ist ja so weit, dass sie uns theoretisch ausrotten könnte mit Viren. Also das wäre das Geringste, worum es jetzt gehen würde. Aber davon mal abgesehen, so dieses Endzeitgefühl. Dann war es aber nicht ganz so ein Endzeitgefühl, wenn man nicht so genau wusste, wie passt der kleine Junge da rein und dann, wie passen jetzt auf einmal die Alien-Tentakel da rein. Und dann habe ich gedacht, okay, die Tentakel haben was mit den Jungen zu tun. Ich meine, das wusste man, weil er konnte es ja dann später auch steuern. Die haben was mit den kleinen Jungen zu tun. Wer ist dieser Junge? Ist das jetzt ist das jetzt ein Experiment von ihr, sage ich jetzt mal, was auch überlebt hat? Haben sie ihn vielleicht irgendwo gefunden und er hat halt so diese übernatürlichen Kräfte, könnte ja auch ein Alien sein oder was, in Menschengestalt, kann ja alles Mögliche sein. Und das Spiel, ich hab's jetzt gerade nicht so im Kopf, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen älter, weil die Grafik jetzt auch nicht so dolle war. Also die war okay. Aber es war halt sehr oft so, dass sie unscharf war oder teilweise auch so ein bisschen, am Flackern ist jetzt das falsche Wort. Aber es war halt nicht so besonders scharf. Deswegen gehe ich davon aus, trotz 2K-Einstellung, dass das Spiel halt doch schon ein bisschen älter ist. Aber den Sinn habe ich wirklich nicht verstanden. Also ich habe es ganz gerne gespielt, muss ich sagen. Es war mal wieder eine schöne Abwechslung, wo man tatsächlich so ähnlich wie Ghost on the Shore was rausfinden musste, was erkunden musste. Was ich persönlich sehr gut fand, also was mir sehr entgegenkam, war die Tatsache, dass man nicht lange irgendwo hängen bleiben musste, sondern dass man relativ schnell dann auch einen Hinweis bekommen hat, so nach dem Motto, du musst da hochklettern oder du kannst da durch, auf welche Art und Weise auch immer. Und man ist dann eben dem Pfeil gefolgt, sage ich mal. Hätte man natürlich vielleicht so machen können, dass es später nicht sofort gekommen wäre. Aber ist nicht schlimm. Also ich fand es im Gegenteil sogar sehr positiv. Natürlich fand ich es auch sehr positiv, dass es endlich nochmal wieder ein Spiel war, wo man nicht ständig irgendwo weglaufen musste und kämpfen musste. Das spiele ich auch sehr, sehr gerne. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Aber es ist mal wieder so eine schöne Abwechslung. Also ich kann das Spiel wirklich jedem nur empfehlen, der jetzt vielleicht nicht gerade das Let's Play geschaut hat, weil sonst wisst ihr ja schon, was da drin vorkommt. Das ist dann der kleine Nachteil daran. An sich muss ich sagen, ich fand es wirklich
sehr gut gemacht. Die Steuerung hakte ziemlich oft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich der Stick gewesen ist, weil dass er sich von selber bewegt und plötzlich in eine Richtung läuft, das haben wir schon einige Male bei meinen Let's Plays gesehen. Unter anderem das letzte Mal bei Uncharted. Da lief dann mein Charakter plötzlich auch in der Gegend herum, ohne dass ich überhaupt am Platz war. Und ja, das könnte jetzt daran gelegen haben. Aber ja, alles in allem, wie gesagt, fand ich es wirklich gut, muss ich sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr zum Ende steht. Fandet ihr das Ende gut? Fandet ihr es logisch? Fandet ihr es vielleicht komplett unlogisch? Oder steht ihr da genauso ratlos jetzt da wie ich und habt überhaupt gar keine Ahnung? Aber bitte ohne nachzugucken. Vielleicht gibt es ja irgendwo im Netz auch eine offizielle Lösung sozusagen dafür. Das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe ja immer komplett unvoreingenommen an solche Spiele ran. Und informiere mich im Groben natürlich, wäre das was oder wäre das nichts für mich. Aber ich informiere mich jetzt nicht so, dass ich jetzt ja irgendwo weiß, das hat jetzt einen tieferen Sinn oder das ist einfach nur ein komisches Ende oder was weiß ich was. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie habt ihr das Let's Play empfunden? Hat es euch gefallen? Beziehungsweise das Spiel natürlich. Und wie steht ihr zum Ende? War es logisch? Also logisch fand ich es persönlich, wie gesagt, nicht. War es nachvollziehbar für euch? Habt ihr irgendwelche Ideen, worum es dabei gehen könnte? Wie gesagt, ich hatte ja diese eine Idee, aber die klingt für mich persönlich sehr, sehr weit hergeholt. Deswegen, ja, ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.